Moin moin Freunde der faszinierendsten Knöpfchendrückerei aller Zeiten. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV. Ups, Mikro, jetzt steht's. Okay. Speedrun Training Teil 3. Ich habe endlich rausbekommen, wie ich diesen Talisman einsetzen kann. Und das macht das Ganze unglaublich viel einfacher. Das ist allerdings jetzt tricky, den Shuriken gleich im richtigen Moment zu werfen. Das sind tausendstel Sekunden. Sonst funktioniert das alles nicht. Das war knapp. Ja, das wäre eigentlich noch schneller gegangen, aber das ist ja schon mal eine deutliche Steigerung zu meinem letzten Speedrun-Versuch da. Mir fällt gerade ein, ich hätte ja diese Verteidigungsschwächung gleich am Anfang vielleicht einsetzen sollen. Aber ist die Frage, ob sie denn bis zum Ende hält. Ja, dieser Talisman ist echt der Hammer. Also das muss ich sagen. Das ist, aber bevor ich hier rausgehe, für Leute, die sich für Speedruns interessieren, das ist dieser hier. Genannt auch, wo haben wir ihn? Genau, den ich neulich noch gesucht hatte, Kekai Talisman. Ja, hammergeil, wie das Ding abgeht. Die Ausdauer, Regeneration, die geht so dermaßen schnell. Also wenn ich das Ding einsetze gegen den Tausendfüßler, dann ist das Ding ganz schnell gelutscht. Also auch mit der Waffe. Oder ich stelle da wirklich noch auf Fäuste um. Ja, in diesem Sinne erstmal bye bye und auf Wiedersehen, beziehungsweise ich kann dir mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich hatte diesmal, was habe ich anders gemacht, dass der übrig blieb. Das war über, der ist das hier. Und genau, macht am Anfang, ich habe sogar wieder einen überflüssigen Talisman eingesetzt. Da hätte ich noch mehr von diesen Onyo-Fähigkeitspunkten. Der ist wichtig hier, der war gar nicht wichtig, da habe ich einen Punkt verschwendet. Setzt den einen am Anfang, so viele habt ihr, so viele Punkte im Speedrun, geht runter, haut hier einen rauf, haut hier einen rauf, dann erst wird der hier frei. Kekai Talisman. Und das ist das Ding, was meine Ausdauer so unglaublich schnell regenerieren lässt. Ja, in diesem Sinne erstmal bye bye und auf Wiedersehen. Es geht langsam bergauf.